Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobanka, weiter geht's mit Phoenix Point. So, liebe Leute, YouTube ist down. Daran erkennt ihr, wie aktuell ich diese Folgen aufnehme. Das passt ganz gut, dass ich das gerade sage. Also keine Ahnung, wann diese Folge rauskommt. Momentan ist YouTube tot. Und ich nehme momentan sehr, sehr kurz, bevor sie rauskommen, diese Folgen auf. Das wird sich allerdings, das kann ich an der Stelle wundervoll anhängen, sehr gute Überleitung, ein bisschen ändern. Ich muss jetzt ein bisschen vorproduzieren, denn wie ihr alle wisst, ist nächste Woche Weihnachten. Und da habe ich was anderes zu tun, als Computerspiele zu spielen. Und deswegen probiere ich, so viel es geht, vorzuproduzieren. Es wird bestimmt so sein, dass in der nächsten Woche weniger Videos als 4 am Tag kommen. Da bitte ich euch darum, mir zu verzeihen. Aber vielleicht habt ihr ja auch was anderes zu tun. Und nach Weihnachten geht es dann wieder normal weiter. So viel dazu. So, wir stehen noch hier. Wir fliegen nach Hause. Wir heilen einmal aus, beziehungsweise ich gucke einmal, ob wir das wirklich müssen. Ja doch, oder? Stamina ein bisschen auffrischen können wir machen. Und dann wollten wir eine halbe Runde machen. Aber vielleicht macht es sogar sehr mehr Sinn, jetzt noch die halbe Runde zu machen, dann richtig auszuheilen und dann ins Nest zu gehen. Ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, da und dann da, da und dann dahin. Aber wenn wir dann irgendwie... Deswegen machen wir die Runde jetzt hier. Ah, und da ist doch gleich... Neu-Jericho. Sie mögen uns zu 18%. Wir brauchen sie, müssen wir ihnen jetzt helfen. Das wird aber wieder so ein einfacher Job. Komm, wir fliegen mal dahin, wir schauen mal, wie gut sie... Ja, die schaffen das auch alleine. Würde uns natürlich trotzdem helfen, ihnen zu helfen. Da ist noch eine Basis von Neu-Jericho, wo es einen Brecher gibt, offensichtlich. Kein Kaino Lischel, der natürlich nicht so heißen würde. Nicht lange zumindest. Naja, eigentlich nicht schlecht. Teuer, viel Essen. Und wie gesagt, wir können nur 6 mitnehmen momentan. Übrigens, ja, jetzt müsste ich die ganzen Namen... Ich werde heute euch auch nicht verbessern, also weil ich habe gesehen, dass Jeremy zum Beispiel jetzt schon eine neue Klasse kriegen könnte. Der hat 51 Punkte hier gerade. Ich glaube, mich zu erinnern, dass du Sturmsoldat als zweite Klasse haben wolltest. Aber ich lasse das mal, weil ich kann gerade nichts sehen. YouTube, wie gesagt, tot. So... Dann schauen wir uns nur diese beiden Sachen noch an. Wohnräume sind repariert im Lager 2. Wir haben eine weitere Bulldog abgeschlossen. Das ist gut. Wir erkunden hier unten. Und eine weitere Odin-Granate. Hier ist eine Zuflucht von Synedrion. Na komm, dann fliegen wir auf dem Rückweg hier nochmal vorbei. Und dann heilen wir uns aus. Ein neuer pandoranischer Geheimbericht. Atron Schildträger... Komm, wir gucken gleich hier rein. Atron Schildträger Alpha. Mit einer Gesundheit von 310. Ja, das wird ein bisschen fieser dann. Entwickelt für den Nahkampf. Mit Schild und Schere. Aber 310 ist hart. So, was haben wir noch? Oder hart ist es nicht, aber doch für uns gerade ist es härter als diese 100er. So, dann haben wir diese fiesen Dinger, den Tyrannen mit dem Maschinengewehr. Und das ballert echt Zeug weg. Und er kann zurückschießen. Das wird auch fies. Dieses Zurückschießen, wissen wir schon, das ist echt hart. Und wir haben den Triton Killer. Der lädt noch. Der hat ein Scharfschützengewehr. Und Regeneration. Und eine doppelte Wahrnehmung. 210 ist auch besser. Okay. Alles klar, es wird nicht einfacher werden. Oh, hier haben wir ein paar mutierte Würmer. Wer sich an das alte Let's Play erinnert, ja, dann schaffen wir es nicht ins Nest. Mutierte Würmer haben die Zuflucht Ekalatum befallen und werden zu einem immer größeren Problem für die Jünger von Anu. Die Bewohner hatten auf Hilfe von ihrem größten Kriegshelden Taxiach Nergal gehofft, doch der ist angeblich in Kämpfe mit den Pandoranern verwickelt und steht nicht zur Verfügung. Das ist unsere Chance. Wir könnten der Zuflucht helfen und etwas gegen den Wurmbefall unternehmen. Damit würden wir bei der Fraktion der Jünger von Anu sicher einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Also wer sich erinnert, die Feuerwürmer, das war die allererste Mission im letzten Let's Play. Tja.
Es macht, glaube ich, Sinn, das zu tun. Planänderungen gehören dazu, liebe Leute. Wir gehen hier noch einmal rein und helfen den Anu. Auch wenn das nicht unsere Hauptfreunde werden sollen. Aber wenn die die Nahrungsproduktion haben, dann sollten wir uns einen guten Stand auf jeden Fall schon mal aneignen. Und vielleicht kann ich ja dann auch, bevor wir ins Nest gehen, nochmal gucken, was ihr geschrieben habt und euch schon eine Klasse höher packen. Das wäre eh sinnvoll. Ich glaube, beim letzten Mal, ich erinnere mich dunkel, also beim letzten Let's Play bin ich beim ersten Mal im Nest bin ich geflohen. Nachdem wir ziemlich zerlegt wurden. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, ob wir damals mit 6 oder mit 8 Leuten reingegangen sind. Ich glaube, ich habe es dann auf jeden Fall erst mit 8 nochmal gemacht. Aber diesmal schaffen wir es auch mit 6, richtig? Und es gab den Hinweis, aber der gute Krappers, der muss an seiner Moralvorstellung noch ein bisschen arbeiten. Also der hat gesagt, zum einen, wir sollen das nächste Mal, wenn wir so eine Verteidigungsaktion machen, also wo wir jemandem helfen, dann einfach die Soldaten, der zum Beispiel von Neu-Jericho dann aktivieren und die da reinschicken, dann werden die umgebracht und dann looten wir die und können alles wiederherstellen, also können alles forschen. Das ist ja mal eine fiese Aktion. Und die andere Geschichte war, man baut doch keine Flugzeuge selber, sondern man klaut sie sich. Also ich weiß ja nicht. So, das ist die gleiche Feuerwurmkarte, wie sie auch schon im ersten Teil war. Ich erinnere mich auf jeden Fall. Wie machen wir das denn? Einer nach hier mit Overwatch. Da ist schon der erste Wurm. Den erledigen wir gleich. Einer nach hier. Da ist der nächste Wurm. Da hinten. Ich habe doch gesagt, einer nach hier. Da ist noch ein Wurm. Mit Overwatch, oder kannst du das hier schon abfeuern? Naja, es muss, glaube ich, nur einer treffen, aber du stehst da ja ungünstig auch für einen Overwatch, sehe ich gerade. Aber wir machen das jetzt trotzdem so. Sobald die näher kommen. Du könntest eigentlich eine Granate auf das Ding werfen. Oder aber, ich gucke jetzt gerade, wer so weit kommt, dass er einen guten Overwatch machen kann, weil die Scharfschützen werden nicht so weit kommen, nehme ich an, genau. Hier ist noch einer. Aber wir machen das alles mit Overwatches und hoffen, dass die nah genug rankommen. Können wir den treffen von hier? Nein. Also sie müssen nah genug rankommen, weil ansonsten wird das nichts. Wir könnten allerdings gucken, ob wir mit dem Heavy eine... Wie weit kannst du denn die Granate schmeißen? Weit genug. Da hinten könnten wir vielleicht drauf schmeißen. Da müssten wir aber ja noch einen ordentlichen Schritt davor gehen. Aber wir haben ja 2 Schritte dann, wenn wir mit Granate arbeiten. Also bis hier. Das ist gar nicht schlecht. So, dann gehen wir mit dir hier noch hin. Mit El Flocco. Overwatch, andere Richtung. Schauen, ob da schon jemand hinkommt. Dann schmeißt der Heavy eine Granate und die Scharfschützen. Gute Frage. Jeremy hat schon eine Überwachung mit nur 2. Und Gorvin müssen wir das gleich geben mit der Überwachung von 2. Keine Chance, den Wurm zu treffen. Leider nein. Aber ich glaube, dann stellen wir uns... schnelles Zielen bringt uns ja dann was, wenn wir... Moment, von da könnten wir das machen, richtig? Ja, das ist doch gut. Dann machen wir... Du kommst bis da auch. Verzeihung, schon wieder, Mann. Dann machen wir das von da. Ah, da ist der nächste Feind gesichtet. Okay, dann können wir es eigentlich auch von hier machen. Und vielleicht den da hinten raushauen. Aber wir haben sogar hier noch 3, dann brauchen wir nicht mal... Na, das ist doch ganz schön weit. Dann machen wir es doch so, dass wir hier hingehen. Einmal das schnelle Zielen aktivieren. Und dann den näheren nehmen. Mit einer höheren Wahrscheinlichkeit.
Das hat ja wohl funktioniert. So, dann einmal Granate. Kommen bis da. Okay, dann gehen wir mit Jeremy darüber. Machen einen Overwatch in diese Richtung. Nicht zu weit weg, sondern eher so näher dran. Und du gehst bis hier und wirfst eine Granate da hinten rüber. Wir sind sehr eng. Ich hoffe, dass hier kein Wurm kommt. Das sieht doch ganz gut aus. Allerdings, naja, so gut sieht es doch nicht aus. Na, mal schauen, ob das was wird. Hat leider nur den hinteren erledigt. Giftwurm kommt. Jeremy reagiert. Giftwurm 2 kommt. Giftwurm 3 kommt. Elf Loco. Sieht ihn noch nicht. Ah, die Giftwürmer, die sehen so harmlos aus, aber die sind echt anstrengend manchmal. Fangen wir mal hier oben an. Du könntest schon einen treffen von hier. Aber nee, du triffst nur den da hinten. Den wollen wir nicht treffen. Stellen wir uns nach außen und kommen mit dir hinterher. 1, 2, 3. Freies Zielen einmal ran. Das hat funktioniert. Dann mit dir hier. Wieso kannst du denn hier nicht rüber? Ach so, du musst runter und dann rüber. Verstehe. Eventuell kann Gorwin von hier den... Wen hat er jetzt schon wieder gesehen? Da hinten noch einen. Nee, du sollst jetzt den da hinten mal wegnehmen. Das sieht ganz gut aus. Hat funktioniert. Hervorragend. Knackiger Schuss auf den Wurm. So, dann müssten wir hier nochmal schauen. Wir müssen dem Heavy noch ein paar Punkte geben, ne? Oder ich weiß gar nicht, wer viele und wer wenig Punkte hat. Von wo kannst du mehrere kriegen? Von da stellen wir dich schon mal dahin. Schauen wir mal, wo der Heavy am ehesten was wegkriegt. Dann hauen wir, na, vielleicht mit der dicken Wumme mal so einen Wurm kaputt. Das könnte auch daneben gehen, ne? Hat funktioniert. Zerfetzt, würde ich sagen. Hier würde ich den Overwatch nochmal machen. Mit Wolf. Hier so rüber. Du kriegst keinen Overwatch mehr hin. Du kannst dich da mal wieder hinstellen. Mit dir machen wir entweder auch einen Overwatch oder wir feuern da. Da geht's angeblich. Aber das muss dann auch klappen. Gibt es irgendwo noch einen Punkt, wo wir das erstmal testen können, ob das klappt? Nee. Zengir. Ja, wir machen wieder die safe Variante, ne? Für euch langweilig, aber safe ist gut, finde ich. Ich trainiere das schon mal, dass es nicht dann irgendwie anders wird, sobald ich ins... Nicht, dass ich dann denke im Nest, das wird auch ganz einfach. So, und du könntest entweder dahin oder eher nicht. Probieren wir es. Auch das hat funktioniert. Hervorragend. Dann hier noch einen Schritt zur Seite und nächste Runde. Da kommt der Giftwurm. Jetzt ist Zengir dran. Oh, oh, oh. Eng. Aber er ist noch nicht da. Es ist keine Gefahr hier. Wir sind hier absolut safe. Aber Zengir kann das mal erledigen. Zu Ende bringen hier. Einmal darüber. Vielleicht sehen wir dann noch einen. Zack. Das ging fix. Jetzt, ja. Ich glaube, wir dürften gleich durch sein. Wolf kann von da den nächsten erledigen. Da sehen wir noch einen Feind. Wo ist der? Da hinten. Ah, da steht Zengir jetzt ungünstig, aber gut. Wir sollten das hinkriegen. Das ist ein bisschen enger als gedacht. Mal noch einen Schritt nach vorne. Oh Mann.
Oh, oh, oh. Na gut. Dann, Gorwin, kriegst du den da hinten? Jawohl, kriegst du, theoretisch. Probieren wir es da nochmal. Das war die Gefahr für Singier gebannt. Der Heavy geht mal mutig nach vorne. Da ist nix. Du zwirbelst dich irgendwo rüber. Ah, du kommst da jetzt wieder nicht rum, weil der da steht. Ach Mann, Leute. Von wo kannst du denn auf den da hinten feuern? Gar nicht. Da müssen wir echt eine Granate werfen. Oder wen haben wir noch? Kannst du dich noch bewegen, Gorwin? Nein. Jeremy, dann musst du dich bewegen. Kannst du auf den Wurm da hinten schießen? Auch leider nicht. Von da hinten. Komm, wir stellen uns mal darüber, oder? Mal ein bisschen Spannung. Ob vielleicht ein Wurm uns trifft. So, und du kannst dich auch mal schon mal dahin stellen. Deine Granate ist ja leider weg. Du bleibst da stehen. Und im Notfall, wie gesagt, dann werfen wir jetzt eine Granate auf das Teil. Das ist ja nicht so schlimm. Da sollten wir uns allerdings eigentlich nicht stellen. Ich gehe mal da vorne hin. Und dann kommt die Granate da drauf. Damit da der Sengir nicht noch was abkriegt. Nee, ist es Sengir überhaupt? Da kommt noch einer. Zwei. So, wollen wir es nochmal mit der dicken Wumme probieren? Einfach, weil es so einen Spaß macht. Ach, das ist doch albern hier. Komm. Jojo nach vorne. Weg mit dem Wurm. Jawohl, ja. Einmal schon mal zum Extraktionspunkt. Wolf ist sich sicher, das dauert nicht mehr so lang. Und wir uns auch. Elf Loco, einmal hier rüber. Und das einmal erledigen. Jawohl. Und das war's. Sondermission abgeschlossen. Also, liebe Freunde, Verzeihung. Vielleicht fliegen wir noch, vielleicht schaffen wir es noch in dieser Folge, zumindest in den Bau reinzukommen. Und uns einmal Angst erfüllt, umzusehen. Wenigstens das. Aber es ist lustig. Also ich weiß wirklich nicht, ich glaube, es ist einfacher geworden. Oder, also ich meine, gut, ich mache natürlich die ganzen Anfangsfehler jetzt dann auch nicht mehr, die ich damals gemacht habe. Aber es ist schon sehr easy gerade. Die Jünger von Anu. Now listen, I'll be honest with you. The Exalted is the only one who has any real answers. Tobias West may be clever and Sinedrian may sound great, but only the Exalted is dealing with the world as it actually is. She can lead us out of this mess. Give us lives worth living. Nur die, nur die Anu sind natürlich die Besten, aber wir sind nicht bereit, in dein Dogma zu vertrauen, aber naja, wir, also erfahren wollen wir alles, oder? Oder kriegen wir dann gleich Minuspunkte? Also Hallo sagen möchten wir schon mal. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten wollt, müsst ihr euch mit unserer Hierarchie auseinandersetzen. Arbeitet euch hoch, vom Apostel des Einmalgeborenen zum Hüter der Schwelle und weiter bis zur Synode der Sehnsucht und der Erhabenen selbst. Das wird nicht leicht. Ihr müsst euch euer gewonnenes Wissen hart verdienen. Aber glaubt mir, es wird sich lohnen und falls euch die Synode Ärger macht, lasst es mich wissen. Plus 3 und plus 200 Nahrung, was ich natürlich sehr gut finde. Bitte alles wieder auffüllen, was wir verloren haben und wir haben eine neue Forschung bekommen, nämlich die Jünger von Anu. Da kriegen wir auch nochmal 200 Nahrung. Das will ich nochmal hinten dran setzen und dann müssen wir die Bionik machen. Wir sollten bis dahin aber auch ein neues Forschungsgerät haben. So, schauen wir mal, was wir hier haben. 36 Punkte für Nebukadnezar. Sengia auch 36. Gorwin 17. Elf Loco 24. Jeremy 59. Wolf 38. Zurückschießen ist auf jeden Fall gut. Mache ich das jetzt, warte ich das jetzt ab, damit wir noch eine neue Klasse aktivieren können? Aber ich glaube, wir brauchen jede Stärke, die wir kriegen können, wenn wir ins Nest gehen.
ich gebe hier nochmal ein bisschen was dazu bei der Stärke und bei der Willenskraft. Fliegen brauchen wir im Nest nicht so viel. So, Sengir zurückschießen. Nahkampfspezialist wäre aktivierbar. Aber auch hier sorgen wir uns darum, dass die Leute am Leben bleiben. Bei Corvin machen wir das auch. So. Bei Floco machen wir das auch so. Und bei Jeremy gehen wir mal auch noch einen auf die Stärke drauf. Oder zwei sogar. Bei Wolf auch 1, 2 auf die Stärke. 3 auf die Stärke. Einen auf die Willenskraft. So, ich habe euch jetzt wieder runtergebracht mit den XP, aber trotzdem. So, jetzt ist der Zeitpunkt wirklich gekommen, dass wir zurück müssen. Hier könnten wir auch ganz gut für 2 Tech kriegen wir 12 Nahrung hier bei denen. Das ist natürlich nicht schlecht. Und sie hätten 345. Das ist ja fast an der Zeit, dann hier noch einen neuen Mann zu holen war. Freundlich 9%, 18% bei North Jericho, 3% bei den Anu. Erstmal sieht alles gut aus. So, ihr fliegt euch erholen zu Hause. Das lassen wir einfach weiterlaufen. Wir produzieren eine Pistole für Jeremy. Wir produzieren auf jeden Fall nochmal hier 5, 6 Medkits, auch wenn wir die meisten haben. Eine Granate haben wir nur, da müssen wir auch noch welche von machen. Noch eine Bulldog brauchen wir jetzt nicht. Wir schauen mal ganz kurz, was wir in der Rekrutenliste haben. Auch einen Heavy und einen Sturmsoldaten für 278. Der auch Scharfschütze wäre. Heavy Scharfschütze. Mhm. Ja, das ist natürlich doof, dass unsere Scharfschützen das nicht haben. Und Heiler. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Mischung hier. Rücksichtslos, Heiler und Scharfschütze als Heavy allerdings. Da ist die zweite Klasse definitiv Scharfschütze dann. Wolltet ihr ja sowieso, dass wir das machen. Sollen wir uns denn jetzt erlauben? Dann haben wir minus 7 Nahrung. Aber wir kriegen ja irgendwie Nahrung dazu, oder? Komm, wir rekrutieren die mal. Kirsten Tiger Robinson. Du wirst umbenannt werden. Aber bevor du weg bist, nehme ich dich mal ran. Und ich benenne sie aber um beim nächsten Mal, weil ich, wie gesagt, gerade nicht zugreifen kann auf meine Daten. So, das Ding ist abgeschlossen. Wir können das nochmal verteilen. Jeremy sollte das kriegen, glaube ich, ne? Oder Gorwin? Gorwin hat eine Pistole, richtig? Ja, du hast eine. Dann kriegt Jeremy jetzt die. Und zwar anstelle tatsächlich der Granate erstmal. Und auch ein Magazin, bitte. Und haben wir schon allen jetzt die richtige Waffe gegeben? Nee, El Floco hat noch keine richtige. Der hat noch das Phoenix-Sturmgewehr. Der kriegt auch das Gauss-Gewehr. Dafür brauchen wir Munition. 1, 2. Wir machen mal 3, 4 und legen das mal ins Lager. Eine Granate ist aber okay. Huiuiui. So, liebe Leute. Wann seid ihr gesund, ist jetzt nur noch die Frage. Ausgeruht, da stand's. Alle wieder fit. Kirsten Tiger Robinson, die braucht natürlich auch dann Zeug. Als Heavy können wir der gleich was bauen. Die Autokanone von Phoenix bauen wir. 17 Stunden können wir gleich mit einrechnen. Und dafür machen wir auch noch 2 Magazine. So, es ist an der Zeit. Das Nest. 2000 Kilometer entfernt wartet das Nest auf unsere Gruppe. Und ich hoffe, danach gibt es auch noch eine Gruppe. Aber wir haben erstmal die Forschung abgeschlossen. So, Evolution der Pandoraner. Feldberichte deuten darauf hin, dass einige Pandoraner der Atron- und Triton-Art allmählich eine Resistenz gegen unsere Waffen bilden und sich wehren. Während dieser Prozess in gewisser Weise der traditionellen Evolution ähnelt, ist er eindeutig viel zielgerichteter.
Anstatt sich dem evolutionären Druck anzupassen, werden die Pandoraner für einen bestimmten Zweck angepasst, die Ausrottung der Menschheit. 150 Tech, 300 Materialien. Was machen wir gerade als nächstes? Zählung der menschlichen Bevölkerung. Komm, wir aktivieren mal die anderen beiden zuerst. Jünger von Anu zuerst, weil wir dann auch nochmal 200 Nahrung kriegen. Da kriegen wir Tech bei Synedrion und dann machen wir die Zählung der menschlichen Bevölkerung. Und da müssen wir mal vielleicht anfangen mit den... Naja, die Autopsien würden jetzt auch ein bisschen helfen im Nest, aber gut. Man kann ja alles haben, ne? Gefahrenstufe Mittel. Entdecke und eliminiere die Brutwächter, um das Nest zu zerstören. Achte auf die Verteidigungssysteme der Pandoraner. Die Wächter schlagen Alarm, wenn Soldaten im Sensorbereich sind oder sie greifen an. Die Eier schlüpfen, wenn sich Soldaten nähern. Aus Bereichen, die mit diesem Symbol markiert sind, trifft kontinuierlich feindliche Gegenwehr ein. Das erste Mal auf Gefahrenstufe Mittel. Seid ihr bereit, Jungs? Ich glaube, bereit. Nebukadnezar, bereit. Zengir the Bold, bereit. Gorwin the Noble, bereit. Hoffe ich. Die sind alle voll, oder? Ja, sonst würde er es anzeigen. Elf Loco, bereit. Jeremy das Auge. Willst du nicht noch XP für mich ausgeben? Nein, wollen wir nicht. Weiter, bereit. Wolf, bereit. Könnt ihr noch was tragen? Sowieso, fällt mir gerade ein, sollten wir allen zwei Granaten geben. In dieser Höhle. Jeremy hat jetzt nur eine. Das ist okay. Gut. Auf geht's. Ab geht's. Nur zu sechst. Aber gut wird's. Hoffe ich mal. Vergiss nie, deinen Truppen zusätzliche Magazine mitzugeben. Wenn einem Soldaten während einer Mission die Munition ausgeht, ist er nutzlos für den Kampf. Das lese ich jetzt gerade und denke, ja scheiße, als ich das Tutorial gespielt habe, musste ich echt ganz schön oft nachladen. Und jetzt gehen wir in den Bau. Mal gucken, ob uns die Munition ausgeht. Weil wir haben nur ein zusätzliches Magazin momentan für jeden. Aber gut, so ist das. Bei Aliens hatten sie auch manchmal Magazinprobleme. Das gehört mit dazu. Willkommen in der Schwärze. Ich sehe nichts. Wo bin ich denn hier? Hallo? Da stehen wir. Das sieht ziemlich genauso aus, wie ich das so in Erinnerung habe. Ja. Na gut, das sieht tatsächlich genauso aus, wie ich das in Erinnerung habe. Ich habe mich mal aufgeteilt irgendwann. Ich glaube, das würde ich diesmal nicht tun. Also, wir brauchen Sturmsoldaten vorne zusammen mit dem Heavy. Wenn wir mal sagen, 1, 2. Hier können Leute kommen. Sturmsoldat kann am ehesten was sehen. Deswegen bewegen wir uns mal darüber. Da ist schon der erste Feind, ist aber ein Ei. Diese Eier schlüpfen, wenn man näher rankommt. Könntest du es theoretisch treffen? Wahrscheinlich ja, aber so mittelmäßig. Deshalb lieber noch einen Schritt nach vorne. Wir schauen mal, ob ein Scharfschütze dieses Ei wegkriegt. Nehmen wir mal einmal, Gorwin kommt bis da. Das ist ein Schritt weiter. Aber es reicht nicht. Aber wir können natürlich gucken, ob wir das von hier hinkriegen. Mit einem schnellen Zielen. Aber das Ei, in diesem Fall werde ich eure Spezialfähigkeiten nicht so schnell einsetzen, denn die brauchen wir für andere Dinge als für ein Ei. Einmal gucken bitte, hier vorne. Mark, du kannst dich da vorne hinstellen, auch wenn du da nicht mehr feuern kannst, vielleicht sogar dahin. Oh, Feind gesichtet, da haben wir... So ein Nebelschmacker. Brutwächter heißt er. Den müssen wir eigentlich erledigen, damit er die Eier nicht aktiviert. Trotzdem schicken wir Zengir jetzt erstmal einen Overwatch hier rein. Auf die Stelle, wo angeblich Leute kommen. Und mach es doch so, dass du Mark nicht treffen kannst. So.
Brauchen wir hier noch einen? Here comes the Phoenix. Machen noch einer hier. Mit Jeremy und die anderen decken jetzt erstmal auf der anderen Seite. Denn so wie ich das in Erinnerung habe, kommen die von überall. Einer oben, ungedeckt vielleicht oder so halb gedeckt. Elf Loco einmal oben. Ich weiß, das ist jetzt sehr lahm. Aber wir machen das jetzt erstmal so und wenn wir dann eine Übersicht haben, wo die Leute so rumstehen, von wo sie kommen, wer eigentlich hier genau wo unser Gegner ist, dann können wir ein bisschen uns zügiger hinbewegen. Gorwin mal so ein bisschen aus der Entfernung raus. Einfach nur einen Schritt weiter. Überwachung hier rüber. Auf geht's. Und sie sahen, dass sie nichts sahen. Also geht's weiter nach vorne, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. An dieser Kreuzung werden wir Probleme kriegen. Hier geht's nicht durch, da oben hin. Das ist wichtig zu wissen, weil dann bringt's nämlich nichts, dass wir uns hier gemeinsam gleichzeitig vorbewegen. Insofern könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier zu dritt jetzt vorrücken, dass hier reingehen und die nach hinten absichern. Aber noch gar nicht vorstoßen groß. Wir schauen mal, wie wir es machen. Momentan alles friedlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.